Hallo Menschen, heute möchte ich euch mal wieder 10 englischsprachige Booktuber vorstellen, die ich empfehlenswert finde. Warum schon wieder englisch und nicht deutschsprachig? Das liegt einfach daran, dass ich, glaube ich, zumindest nur so 2, 3 neue deutschsprachige Booktuber entdeckte, was mir für ein Video ein bisschen zu wenig ist. Und tatsächlich nannte ich all ihre Namen irgendwann schon mal in Tags oder taggte sie eben weiter. Das heißt, wer mir schon länger folgt, hat die Namen inzwischen auch mitgeregt. Und dann geht es auch schon los mit den Englischsprachigen. Nummer 1, die ich euch empfehlen möchte, ist Squibbles Reads. Sie liest zum Großteil Gegenwartsliteratur. Es ist in Abständen mal ein bisschen Fantasy dabei. Und was ich an ihr vor allem zu schätzen weiß, ist eben so ihr Blick, sag ich mal, auf Diversity. Sie ist halt Asian American und hat somit ganz, ganz andere Erfahrungen als ich. Um euch ein Beispiel zu geben, als ich, was ich euch nicht erzählte, von Celeste Ng las, fand ich das auch ein großartiges Buch. Und ich war der Meinung, dass halt so die Erfahrung vielleicht von Asiaten, die halt beziehungsweise in der Elterngeneration jetzt nach Amerika kamen, gut wiedergegeben wurde. Aber ich habe ja nie etwas dergleichen erlebt. Ich kann das ja eigentlich nicht einschätzen. Und deswegen finde ich es ganz interessant, wenn sie ihre Meinung dann dazu wiedergibt, wie das nun vielleicht wirklich ist oder zumindest in ihrer Erfahrung. Und das ist eine Sache, die ich sehr schätze, wenn da Leute sind, die mit anderen Erfahrungen an Bücher rangehen und mir deswegen vielleicht ein bisschen ihre Welt erklären können. Nummer 2, die ich euch empfehlen möchte, ist einer der wenigen Männer auf BookTube, nämlich The Deckled Edge. An ihm weiß ich vor allem seine schnellen, kurzen und trotzdem elaborierten Rezensionen zu schätzen. Er ist auch immer so direkt und bei ihm möchte ich das nochmal besonders hervorheben. Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass alle Booktuber, denen ich folge, ehrlich sind. Also die würden, glaube ich, nie ein Buch lesen, es nicht mögen und dann in den Himmel loben vor der Kamera. Aber trotzdem gibt es so 1, 2, finde ich, bei denen die Ehrlichkeit fast schon nochmal wie so eine extra Eigenschaft von ihnen ist. Und der ist einfach also so direkt. Ich glaube, er ist die letzte Person überhaupt, die irgendwann mal auf einen Hype aufspringen würde. Inhaltlich ist es bei ihm auch zum Großteil Gegenwartsliteratur. Das ist, glaube ich, sowieso ein Thema für dieses Video, außer bei einer Person. Und teilweise dann eben vielleicht solche Bücher, die man eher als schwierig bezeichnen würde, was ich auch immer ganz angenehm als Ansporn finde, mich halt auch an so etwas zu machen. Ich glaube zum Beispiel James Joyce, Ulysses, ist sein Lieblingsbuch, wenn ich mich recht erinnere. Und da kann ich wirklich noch ein bisschen Ansporn gebrauchen. Als nächstes möchte ich dann noch Sarah E. Talks Books empfehlen. Auch bei ihr gibt es zum Großteil Gegenwartsliteratur, dann aber noch ein bisschen mit einer Konzentration auf lateinamerikanische Autoren, was ich auch sehr interessant finde. Ich glaube, sie bzw. ihre Eltern kommen auch aus der Region. Auf jeden Fall hat sie dann nochmal extra so ein Latin Authors Project bei ihr gestartet, wo sie sich ein bisschen drauf konzentrieren möchte. Und in Abständen findet man bei ihr dann halt auch immer mal so ein paar Klassiker, hauptsächlich eben so eher aus dem US-amerikanischen Raum, also Gone with the Wind, so etwas und dergleichen. Und bei ihr finde ich es auch noch sehr, sehr angenehm, dass sie so eine unaufgeregte Art hat. Also da ist kein Brimborium. Ich glaube, sie wedelt nicht mal mit den Armen wie ich. Sie ist ganz, ganz ruhig und zurückgenommen und ich finde das eigentlich schon sehr angenehm. Nummer 4, die ich dann vorstellen möchte, ist Lamp Sunnies. Ich glaube, Lamp Sunnies, ich weiß gar nicht, was das heißt. Auf jeden Fall findet man, Überraschung, bei ihr auch zum Großteil Gegenwartsliteratur. Aber sie hat dann auch immer ein paar Comics und manchmal Fantasy dabei. Das heißt, für mich ist das eine ganz tolle Mischung. Ich bin ja doch jemand, der dann immer mal wieder zu Genre-Literatur greift. Und da bin ich dankbar für jede Empfehlung, die vielleicht auch mal außerhalb des Mainstreams liegt. Nicht immer. Ich habe meinen Zettel fallen gelassen. Aber auf jeden Fall ist das ein guter Mix bei ihr. Die nächste, den ich empfehlen möchte, ist Portal in the Pages. Auch hier haben wir wieder viel Gegenwartsliteratur, aber auch einige Videos eben über psychische Krankheiten und teilweise dann auch eher der persönlichen Art. Das heißt, nicht nur jetzt irgendwie Buchempfehlungen, aber das sind eigentlich sogar meine Liebsten, wenn sie die zwei Sachen miteinander verbindet. Und was ich an ihr auch so mag, ist, dass sie von ihrer Art her zwar sehr offen ist, dass aber inhaltlich wirklich wenig lustig ist, sondern sehr, sehr viel Ernstes drin ist. Und das sind im Großteil eigentlich die Bücher, die ich am meisten mag. Ich bin irgendwie nicht so der humorvollste Mensch und deswegen mag ich es immer, wenn in Literatur halt eher die traurige Schiene gefahren wird und das findet man bei ihr dann doch immer mal wieder. Nummer 6, die ich empfehlen möchte, ist The Book Chemist. Er hat die höchste Abonnentenzahl von denen, die ich euch heute empfehle, das heißt, den kennen vielleicht die meisten von euch schon und bei ihm schätze ich halt wirklich mal wieder die großartigen Rezensionen, die wirklich in die Tiefe gehen und interpretieren und dabei scheut er halt auch vor so schwierigen Themen nicht zurück, empfiehlt dann auch immer so die, für die man eigentlich 10-mal noch Sekundärliteratur braucht. Und ich mag halt auch so die Mischung, dass er meiner Meinung nach wirklich intelligent ist und dann trotzdem humorvoll. Der hat immer ulkige T-Shirts an. Ja, und ihn kann man wirklich so für die Analysen der Bücher abonnieren. Das lohnt sich bei ihm meiner Meinung nach sehr.
Dann möchte ich euch auch noch Wings and Ink empfehlen. Sie ist eine freundliche, tätowierte Booktuberin mit der sanftesten Stimme der Welt. Wirklich, das Zuhören ist eine pure Freude, meiner Meinung nach. Und sie ist inhaltlich so ein bisschen die Ausreißerin in diesem Video, denn sie liest hauptsächlich Fantasy, Science Fiction und ein bisschen Comics. Ich glaube, Gegenwartsliteratur findet man da wirklich selten und sie gibt noch große Bonuspunkte für Katzen-Content, meiner Meinung nach. Also ganz oft am Ende des Videos filmt sie einfach nur ihre Katze manchmal, wie sie die streichelt und so. Sie macht nicht mal irgendwas Besonderes oder Lustiges und so, aber ich bin halt ein großer Katzenfreund und genieße das, wenn da so ein schnurrendes, weiches Tier am Ende des Videos mich noch begrüßt. Und als nächstes hätten wir noch Little Spider 9, die ebenfalls zum Kurs der Gegenwartsliteratur liest, oft auch so in die Richtung japanische Autoren. Das ist mein Wecker. Ich bin schon wach. Jedenfalls auch in die Richtung japanischer Autoren. Was ich bei ihr so interessant finde, ist, dass sie auf ihrem Kanal dann auch ein paar Videos zu Bullet Journaling hat, beziehungsweise einfach so ein Flip-Through, ich kann gerade nicht Deutsch reden, weil die alle halt Englisch sprechen, durch ihre Bullet Journals. Und eine Sache, die ich vorher vor ihrem Kanal überhaupt nicht kannte und ich bin mir auch nicht sicher, wie man es ausspricht, das ist so eine komische Mischung aus Französisch und Japanisch, glaube ich. Also es heißt Fon Bonichi? Keine Ahnung, es ist eher so eine Art Künstlertagebuch, also auch jeden Tag irgendwas drin, aber sie hat da immer ganz viele kleine Zeichnungen dabei und also wie gesagt, ich kannte das nicht, ich finde das aber total interessant und inspirierend, wenn man das bei anderen so ein bisschen beobachtet. Als vorletztes hätten wir dann noch A Case for Books, die nicht so oft hochlädt und auch nie ihr Gesicht zeigt, wodurch aber meiner Meinung nach mit die innovativsten Videos auf BookTube so entstehen. Sie filmt die Bücher halt immer so ein bisschen von oben und arrangiert dann halt Kleinkram drumherum und das ist wirklich ästhetisch so befriedigend. Also ich finde es toll, wie sie sich dann immer was überlegt und diese kleinen, tollen, kreativen Sachen drumherum legt. Ich meine, ich halte halt immer nur mein Buch hoch und dann rede ich darüber. Das hat auch was, das ist schön minimalistisch, aber ich finde es toll, wenn man sich da ein bisschen Gedanken drüber macht und dafür kann ich ihren Kanal empfehlen. Und als letztes hätten wir dann noch Ex Libris, die wirklich zu 99% nur Klassiker liest. Also selbst Literary Fiction findet man da ganz selten. Ich könnte mich jetzt nicht an das letzte Mal erinnern. Und ich finde es so beeindruckend, wie konsequent sie das durchzieht und dass ihr das auch nie langweilig wird. Also ich könnte das tatsächlich nicht, aber ich finde es halt toll von ihr, die ganzen Klassiker schon so ein bisschen vorbereitet zu bekommen, quasi, dass ich entscheiden kann, was mir gut gefällt. Man hat halt ganz, ganz viel Thomas Hardy bei ihr und auch so die Viktorianer, aber manchmal auch weltweite Klassiker, also Les Mis und dergleichen. Das ist also etwas für diejenigen, die ihr Klassikerwissen etwas erweitern wollen. Und das waren schon alle meine 10 Empfehlungen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen, jemanden, den ihr noch nicht kanntet. Ansonsten danke ich euch heute fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.